Hallo! Na, ihr Lieben, habt ihr eine schöne Weihnachten gehabt? Beziehungsweise, vielleicht ist mein Computer so schnell und lädt das Video noch so schnell hoch, dass es heute noch online ist. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Und ich habe einen meiner geplanten Kurse, den ich eigentlich verkaufen wollte. Vielleicht gebe ich ihn euch kostenlos. Mal schauen. Ich habe eine Hose bei mir im Schrank und da war ich gerade dabei, sie zu präparieren, dass sie mir auch wirklich gut passt und dachte dann so, ne, das ist eigentlich ein allgemein Problem und ich zeige euch jetzt mal, worum es geht. Also, es ist eine Kaufhose. Und ihr sagt ja immer, beziehungsweise ich kriege immer so viele Kommentare, so, oh, tolle Figur, oh, super und so. Und dann poste ich immer, oh Gott, ja, geht mal mit mir einkaufen, das ist eine Katastrophe, das ist richtig, richtig schlimm. Und vor allen Dingen bei Hosen ist ja nicht umsonst so, dass ich wirklich mich im Thema, im Bereich Hosen mit Maßanfertigung so viel auseinandergesetzt habe und so. Ja, diese Hose ist gekauft und unten, also sie hat tatsächlich einmal eine Länge und auch der Stoff, der ist schön elastisch, alles super. Also wirklich so eine Jeans, wo ich sage, so, boah, perfekt. Aber, und das ist bei fast allen Hosen so, die ich kaufen könnte, sogar bei denen, die High-Waist sind, das ist hier dieser wundervolle Muffin-Top-Effekt. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Und bei mir sieht es jetzt vielleicht noch nicht so wild aus, aber 90% aller Frauen, die ich mit Hosen rumlaufen sehe, es sei denn, sie haben Leggings an oder irgendwie wirklich eine High Waist, die gut passt, bei denen ist dieses Problem so. Und warum das so ist, ist das, weil wir Frauen, selbst wenn wir schlank sind, also ich meine, ich bin nicht fett, eine ganz normale Figur, wir haben einfach meistens hier auf den Hüften und um den Bauch rum, egal ob aus einer Schwangerschaft oder sowieso, einfach wenn wir älter werden, kriegen wir breitere Hüften. Und dann haben wir einfach hier in diesem Bereich Speck. Ich habe gerade noch ein gutes Wort gesucht. Es ist Speck, Leute. Wir brauchen uns nichts vormachen. Alles gut. Ich bin damit auch total, total klar und sowas. Also das ist, ich finde es nicht weiter wild. Alles in Ordnung. Aber wenn man dann noch so eine Hose hat und möchte oben, also ich ziehe zu so einer Hose garantiert nichts Enges oben drüber an. Das ist doch total scheiße. Und jetzt zeige ich euch mal meinen Bauch. Ich bin ja auch schon zweifache Mutter. Das ist jetzt nicht so, ja, deswegen darf mein Bauch so aussehen. Und ich finde es auch nicht, ich finde es persönlich nicht wirklich schlimm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auf Fotos oder in meinen Klamotten so gut aussehe, weil ich mir die selbst maßschneide. So, und jetzt mache ich hier mal das T-Shirt hoch. So, und ich komme mal ein bisschen näher. Also es ist alles nicht die Vollkatastrophe, aber was mich total ärgert, so, also man sieht jetzt wirklich, auch von der Seite, die Hose sitzt genau da, wo sie nicht sitzen soll. Also sie sitzt genau auf der Mitte von meinem Speck und drückt den so nach oben, hier an dieser Seite gerade besonders schön zu sehen. Und das sieht halt einfach wirklich kacke aus, wenn man dann oben drüber was Enges anhat. So, und jetzt nicht, dass ihr denkt, die Hose ist total eng. Ich ziehe die jetzt mal nach vorne. Also da passe ich noch locker. Da kann ich noch ordentlich was essen. Also es ist wirklich nicht so, dass die Hose zu eng ist. Auch hier an den Seiten, das ist elastisch. Daran liegt es nicht. So, jetzt vielleicht genug geredet. Also ich mag es an mir nicht sehen und ich will das auch irgendwo anders sehen. Mir ist egal, wie ihr rumlaufen, mir ist es wurscht. Aber ich denke dann immer so, oh, wie schade, warum es gibt Möglichkeiten, dass man sich dann als Frau auch einfach vielleicht besser fühlt. Es ist doch ganz klar, dass wenn etwas nicht wirklich gut passt und man hat das an, dass einen das irgendwie ärgert. Vor allen Dingen, das hier ist auch eine Hose, das ist nicht irgendeine 10-Euro-Hose gewesen. Ich weiß natürlich, wenn ich mir so eine Hose kaufe, oh, mir gefallen die Nähte oder wie das Material ist, gefällt mir. Und dann weiß ich natürlich, ich kann zu Hause was daran ändern und das mache ich auch. Und was ich an diesen Hosen dann ändere, das zeige ich euch jetzt mit einer anderen Hose. Und zwar nähe ich da einfach dann einen hohen Bund dran. Und das kann man auf verschiedene Arten machen.
Hier seht ihr, ich habe dann jetzt hier oben drei Knöpfe. Hier habe ich den ganzen Bund einmal abgenommen und tatsächlich ein komplett neues Bündchen, einen neuen Bund gemacht. Und der geht mir dann bis hier. Und wie das dann aussieht, ich ziehe mal eben die andere Hose an. Die sah wirklich, wirklich genauso aus wie die. Mochte ich aber total gerne leiden, deswegen habe ich sie gekauft. Ich habe auch nicht immer Zeit und Lust, so eine ganze Jeans selber zu nähen. So, und ja, ich zeige euch eben, wie das aussieht, wenn ich die andere Jeans anhabe. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit meiner anderen Hose. Ihr seht jetzt vielleicht hier, also bis hierhin geht wirklich das Bündchen. Auch bis hier hoch im Rücken. Ja, und sitzt dann halt auch so, dass bei mir die ganzen Hüften einfach reinpassen. Es hat nichts damit zu tun, dass da jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht abgenommen oder irgendwas. Also es ist einfach, das passt jetzt alles und passt alles rein. Und ich, ja, jetzt kann ich auch ein enges Oberteil drüber anziehen. Und das ist natürlich super und das freut mich. Und ich werde mit der anderen Hose auch machen. Und das wird einer der Kurse, der dann zu Nathalie geht und sie lädt euch den hoch. Den könnte ich garantiert auch verkaufen, das weiß ich, denn fast jede Frau hat mindestens eine so eine Hose im Schrank, wo das ganz angebracht wäre, das zu machen. Aber da gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die muss man achten und es soll ja dann auch auf den Körper wirklich angepasst werden. Es soll auch nicht da alles einquetschen, dass ihr keine Luft mehr kriegt oder nichts mehr essen könnt. Also ja, Mädels, Jungs vielleicht auch. Teilt dieses Video auf euren Seiten, in Gruppen, in eurer Chronik oder was weiß ich was, wenn die Festplatte bei Nathalie ist und ihr habt dieses Video 200 Mal geteilt und ihr habt Bock auf diesen Kurs und ihr möchtet ihn gern kostenlos haben und ich mache das super gerne für euch. Aber für mich ist dann natürlich, ich brauche nichts bewerben und was weiß ich was, weil ihr habt das Video schon so oft geteilt und das ist für mich natürlich super schön. Ich stelle euch super gerne kostenlose Sachen bereit oder kostenlose Kurse zur Verfügung. Für mich als Nutzen, als Belohnung dafür wäre es natürlich super, super toll, wenn ihr meine Seite liked, vielleicht meinen YouTube-Kanal auch abonniert, wenn ihr meine Videos teilt und wenn ihr einfach euch, wenn ihr interaktiv hier mit beschäftigt seid, weil das ist natürlich für mich dann toll zu sehen, wenn nicht nur Leute still da sind. Es ist super schön, dass ich über 3000 Likes auf meiner Seite habe. Ich freue mich darüber ganz toll, aber worüber ich mich noch mehr freue, ist, wenn ihr wirklich mich dann auch unterstützt und meine Sachen in die Welt raustragt und mir ein bisschen dabei hilft, noch ein bisschen bekannter zu werden. Und das ist natürlich super, super toll. Und ich denke, dieses Video, dieser Videokurs, der wird wirklich vielen, vielen Frauen, Mädels hoffentlich helfen und gefallen. Und ich freue mich da schon ganz doll drauf und wünsche euch noch eine wundervolle Restjahreszeit. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Tschüss. Bis bald.